WEF, Demokratie, Medien und Gehirn. Professor deckt auf. Unser Gehirn ist so komplex, dass es beliebig viele Einfallstore für ein Hacking, wie beim Rechner, wo Sie sozusagen in unsere Prozesse der Urteilsbildung von außen eingreifen können. Wenn aber jemand das für manipulative Zwecke nutzt, dann kann er uns in beliebige Richtung in unserer Urteilsbildung lenken. Das spielt. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, es hat schon 1967 angefangen. WEF, Demokratie, Medien und Gehirn. Professor deckt auf. Ich glaube, das ist Professor Dr. Mausfeld. Mausfeld. Liebe geht raus auf jeden Fall. Ich finde ihn sehr interessant. Das Video geht nur 5 Minuten. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt Bock drauf. Ja, Mann, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los. Wer die Manipulationsmacht hat, kann das ganz leicht erreichen. Das ist Softpower. Denn es gibt, unser Gehirn ist so komplex, dass es beliebig viele Einfallstore für ein Hacking, wie beim Rechner, wo Sie sozusagen in unsere Prozesse der Urteilsbildung von außen eingreifen können. Das ist so deep, ne? Allein schon so die ersten 22 Sekunden jetzt, was der da gerade eben gesagt hat, das ist schon eine Sache, wenn man die sich richtig bewusst macht. So. Und Digga, das ist eigentlich voll krass. Also wir sind hackable, weißt du, wie ich meine? Die sind so weit, dass sie in uns Gedanken einpflanzen können. Die können unsere Gedankenprozesse steuern. Die können unsere Entscheidungsfindung und wie wir Dinge entscheiden und wie wir, welche Träume wir haben, wie wir unser Leben gestalten möchten und so. Durch Werbung, Medien, Musik, die haben so viele Tools, um uns zu hacken quasi, um uns Sachen einzutrichtern, die gar nicht wirklich von uns kommen. So. Das muss man sich halt bewusst machen. Und ich glaube, der erste Schritt dahin ist einfach, sich das selbst einzugestehen, dass wir alle auf eine gewisse Art und Weise programmiert sind. So. Und das muss man sich einfach bewusst machen. Und dann kann man anfangen, selbst zu entscheiden, von welchen Dingen man sich programmieren lässt und von welchen Dingen nicht, weißt du? Und da zählt einfach Bewusstsein, dass man halt bewusst anfängt zu konsumieren auf allen Ebenen. Auch Ernährung oder Medien oder was ziehe ich mir den ganzen Tag rein? Welche Apps benutze ich? Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Das sind alles Tools, die quasi dafür da sind, um, also die kannst du quasi, also die sind eigentlich alle, die programmieren uns alle, weißt du? Und deswegen müssen wir bewusst damit umgehen und gucken, was, von wem oder was lassen wir uns überhaupt programmieren? Um die zu manipulieren. Hier haben Sie auf Wikipedia, mit Vorsicht zu genießen, aber eine Auflösung. Wikipedia in den Nennung. Eine Auflistung von Schwachstellen, das sind ja vielleicht 100 oder 200, das sind aber beliebig viele. Das ist gerade die Komplexität unseres Geistes. Ich will Ihnen nur zwei nennen. Wir stehen im Banne des Augenblicks, wir alle. So sind wir gebaut. Ist auch gut so. Wir stehen im Banne des Augenblicks. Bei Ursachenzuschreibungen neigen wir dazu, die Ursprungsursache zu vergessen und nur die momentane Situation in unsere Meinungsbildung einzubeziehen. Voll interessant, Digga. Ist so. Ist so. Wir gucken immer nur, okay, was ist jetzt gerade passiert, ne? Crazy. Also bei mir kommt sofort wieder Corona oder die Kriege oder diese ganzen Sachen auch wieder in den Kopf, so, ne? Wir gucken nicht an den Ursprung. Wir gucken immer nur, was passiert jetzt gerade und versuchen da irgendwie Logik zu finden und das uns zu erklären und fangen gar nicht erst an, darüber nachzudenken, was eigentlich der Ursprung ist. So. Warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Das kannst du auf dich persönlich übertragen, aber auch auf die News und auf die Dinge, die in der Welt passieren. So. Ja, deswegen, umso deeper du reingehst, umso mehr guckst du, also ich glaube, umso mehr, guck mal, das ist jetzt ein Statement hier, Real Talk, episches Interview. Ich glaube, umso mehr du in deinen eigenen Ursprung reinkommst, umso mehr suchst du auch Ursprünge im Außen, wenn irgendwas ist so. Weißt du? Ist im Alltag nicht schlecht, denn das ist ja eigentlich ein Schutz. Das ist ein Mechanismus der Komplexitätsreduktion, sonst kriegten wir einen Overload, wenn wir alles mit einbeziehen müssten. Im Alltag ist das prima. Wenn aber jemand das für manipulative Zwecke nutzt, dann kann er uns in beliebige Richtung in unserer Urteilsbildung lenken. Das spielt, wenn Sie mal darauf achten, das spielt natürlich auch heute wieder eine große Rolle. Beispielsweise die Deutungsmacht über Vorgeschichte von Ereignissen
Heute gilt ja schon der Hinweis auf eine Vorgeschichte von Ereignissen, sei es Ukraine oder Gaza, gilt schon als Desinformation. Wirre. Oder als Feindpropaganda. Ein anderes Beispiel für diese Blindheit über die Vorgeschichte von Ereignissen ist der gezielte... Allein wenn du darüber redest, ist schon Desinformation. Antisemitismus, Digga. So. Wie, du willst die Vorgeschichte verstehen? Nazi, Digga. Antisemit. Cancel den, komm. Zurückreichende, schleichende Prozess einer Umwandlung des Staates in Deutschland in einen autoritären Überwachungs- und Sicherheitsstaat. Dieser Prozess hat, und das wird Sie wahrscheinlich verwundern, weil Sie immer das Gefühl haben, das fing doch mit Corona an, oder nicht? Das fing schon 1950 an. So. Corona hat es offensichtlich gemacht für einige. Hat eine lange Geschichte, Adenauer-Erlass, auf dem dann der Radikalen-Erlass von 1972 basierte, ein ganz, ganz dramatischer Einschritt zur Erstellung eines Autoritären, wo die Exekutive sich selbst ermächtigt hat. Die Exekutive kann, das ist der Witz der Notstandsgesetze, sie muss nur eine drohende Gefahr ausrufen, dann kann sie machen, was sie will und ist von allen demokratischen Fesseln befreit. So. Hat damals einen riesen Widerstand gegeben, weil es ein Notstandsgesetz wurden übrigens schon seit 1950 jede Menge auf unterer Gesetzesebene eingeführt. Diese Notstandsgesetze von 68 waren eine komplette Änderung des Grundgesetzes. Terrorismusbekämpfung, Corona-Krise, Kampf gegen Desinformation und so weiter und so weiter. Immer wenn eine große Gefahr, der Staat kann einfach eine große Gefahr ausrufen, Desinformation ist jetzt die neue große Gefahr, dann kann man Grundrechte einschränken. Das sind Entscheidungen der Machteliten, nicht des Staatsvolkes. Das ist eigentlich ein gravierender Widerspruch zur Rhetorik von Demokratie. Demokratie. Herr Merkel hat das ganz stolz auch zugegeben. Angi. Alle diese Entscheidungen sind gegen die Mehrheit der Deutschen erfolgt. Frag mal, wo war das? Was war nochmal mit Demokratie? Gibt's nicht. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, wie alt das schon ist, was wir alles vergessen haben. Heinz Düx war ein renommierter Richter und Rechtswissenschaftler, der zusammen mit Fritz Bauer wesentlich dazu beigetragen hat, dass überhaupt die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen in Deutschland in Gang kam. Heinz Düx schreibt, wir reden über das Jahr 2003, seit fast 25 Jahren, können Sie zurückrechnen, findet in Deutschland ein systematischer Zersetzungsprozess verfassungsrechtlich garantierter Freiheitsrechte statt, gegen die Notstandsgesetze am Ende der 60er Jahre als harmlos angesehen werden müssen. Crazy. Wer merkt das? Wer fühlt das? Noch zwei weitere Stimmen von 67. Denken Sie, welche Zeiträume wir sprechen. Der Publizist Sebastian Haffner schreibt, nominell leben wir in einer Demokratie, das heißt, das Volk regiert sich selbst. Tatsächlich hat, wie jeder weiß, das Volk nicht den geringsten Einfluss auf die Regierung, weder in der großen Politik, noch auch nur in solchen administrativen Alltagsfragen wie Mehrwertsteuer, Fahrpreiserhöhung. Nichts, nichts, sie haben null Einfluss. Das entmachtete Volk hat seine Entmachtung nicht nur hingenommen, es hat sie geradezu liebgewonnen. Die embracen das, Bro. Die arbeiten für die Cousins. Habe ich ja vorhin gesagt, die sind Agenten der Matrix geworden. Die unterstützen den ganzen Shit. Die machen mit, wenn unsere Rechte immer mehr weggenommen werden und basierend auf irgendwelchen Aussagen wie Desinformation oder so ein Scheiß, dann macht das Volk mit und versucht jeden an den Pranger zu stellen, der versucht die Wahrheit zu sagen. Das ist crazy. Bester Mann, Digga, Rainer. Guter Mann, der Rainer. Ey, irgendwie hab ich Bock, mir den ganzen Vortrag reinzuziehen, sag ich dir, so wie es ist, ne? Zum ganzen Video. Haben wir uns den schon reingezogen? Wir haben uns schon einen Mausfeld-Vortrag reingezogen, aber den noch nicht, glaube ich. Demokratie am Abgrund. Ich küsse euer Herz, meine lieben Freunde. Lasst eure Gedanken dazu wie immer unten in den Kommentaren da. Rainer Mausfeld, bester Mann. Liebe geht raus. An euch auch. Schreibt mal eure Gedanken, wie gesagt, unten rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.